Trump wurde gewählt, aber das hat nicht nur Licht, sondern auch Schattenseiten. Ja, er ist rechts, aber was kaum jemand weiß, erzähle ich dir jetzt. Erstens, er ist gegen Massenmigration und hat im Thema Massenmigration viel mehr Leute abgeschoben, hat eine Mauer errichtet und hat geschaut, dass weniger Menschen auch legal einreisen dürfen. Zweitens, Thema Transgender und Globo Homo. Bei Transgender ist Trump definitiv dagegen. Er hat damals als Präsident dafür gesorgt, dass es in den USA im Militär nicht mehr zugelassen ist, dass man Transgender ist. Gleichzeitig hat er aber auch damals als Präsident dafür gesorgt, dass in anderen Ländern Homosexualität nicht mehr diskriminiert und unter Strafe stehen soll. In den USA so, in anderen Ländern so. Also er ist in diesem Bereich pro Homosexualität in anderen Ländern. Wie schaut's weiterhin aus wirtschaftlich? Trump war gegen Nord Stream 2. Das war eine riesige Pipeline, die ist in Luft gejagt worden. Zuerst hat man erzählt, das waren irgendwelche Fischerboote. Dann hat man gesagt, es ist die Ukraine, dann war es der. Fakt ist, Trump war gegen Nord Stream 2. Trump ist gegen jede Art von Wirtschaft, die nicht in den USA nutzt. Er wollte damals sogar den Firmen, die Nord Stream 2 mitbauen, unter Strafe stellen, dass die in den USA nicht mehr arbeiten und nichts mehr annehmen dürfen, ja, also keine irgendwelchen Aufträge mehr annehmen dürfen. Das heißt, für andere Länder ist Trump sicher nicht so gut. Wie schaut es aber vor allem im Nahen Osten aus? Und das ist eine Gefahr, die viele übersehen. Trump ist absolut gegen den Iran, unterstützt Israel vorbehaltslos. Das heißt, der Krieg Israels gegen viele Länder, aber auch gegen den Iran, ist wirklich gefährlich und das unterschätzen viele. Der Iran ist ein großer Ölexporteur, der Iran gehört zu den BRICS, das heißt Indien, China, USA, Russland steht da dahinter, die USA und die G7 sind da auf der anderen Seite und der Iran unterstützt Russland auch im Ukraine-Krieg. Das heißt, da gibt es wirklich Interessen. Die Israel steht voll zusammen mit den USA gegen Iran. Und dieser Konflikt Israel und Iran kann in eine massive und schlechte Richtung gehen. Wenn das nämlich eskaliert, wird der Iran, der einer der größten Ölexporteure ist, diese Bereiche nicht mehr so ausfüllen. Der Ölpreis wird steigen, der Strompreis wird steigen. Alle Produkte hinsichtlich Ölpreis werden steigen. Ich habe dazu recherchiert. Es gibt einiges, wo das Auswirkungen hätte. Und weil Trump hinter dem Iran die Achse des Bösen sieht und Israel unbedingt unterstützen will, ist es natürlich so, dass das massive wirtschaftliche Auswirkungen haben kann. Das heißt, zusätzlich zu Nord Stream und zu der ganzen Energiegeschichte, wo Trump ja schon eine klare Haltung hat, nämlich gegen uns, weil Nord Stream ist auch etwas, was Österreich betrifft, ist es so, dass andere Konflikte in diesem Raum ganz schlimme Auswirkungen haben könnten. In diesem Sinne, Trump hat Lichtseiten, Migration und Transgender. Trump hat definitiv Schattenseiten, über die kaum gesprochen wird. Die Förderung Homosexualität auf der ganzen Welt, die Trump in der damaligen Zeit als Präsident gefördert hat, hauptsächlich nicht in den USA, aber auch alles, was Nord Stream, Öl und Nahe Osten angeht, ist wirklich gefährlich. Also Trump hat beide Seiten und wir werden sehen, wohin die Reise geht, so oder so. Trump ist kein Retter für uns. Trump ist maximal ein Retter einer Teil der Wirtschaft in den USA. Trump hat, was Gesellschaftspolitik angeht, natürlich gute Ansätze, sinnvolle Ansätze. In den USA, aber außerhalb schaut es ganz anders aus. Widerstand ist und bleibt Pflicht gegen die gesamte Agenda des Great Resets, der Globalisten und alles dahinter. Martin Rother.